Ja, hallo liebe Fußballfreunde da draußen. Folge 514 mit Fritz Meloni und ich darf euch ganz herzlich da draußen ein frohes Weihnachten wünschen 2016. Ich habe jetzt in den letzten Tagen nicht mehr gesendet. Ich hatte ja zuletzt auch, ihr habt es ja mitbekommen, ich dachte YouTube, das wäre jetzt endgültig durch, aber anscheinend gibt es da doch noch Probleme. Aber ich habe da jetzt umgestellt, ich habe wieder die Musik reingeballert, von die da genehmigt wird, aber werde mich da jetzt mit Musik jetzt nicht mehr so viel beschäftigen. Ist halt immer ein bisschen schöner, wenn da Musik dabei ist, aber da scheint halt YouTube nach wie vor, trotzdem da jetzt die Urheberrechte eigentlich geklärt sein sollten, gibt es da doch noch hier und da Probleme. Um das herauszufinden, ist einfach zu mühselig, welche Musik ich da spielen darf, welche nicht. Und nachher wird mir das dann gesperrt. Habe ich mich jetzt entschlossen, den reinen Fußball wieder hier Platz zu verschaffen. Gut, wir haben jetzt das Spiel gegen den FC Bayern, wo wir jetzt gegen antreten. Wir haben zuletzt Levin Faust ja wieder gesehen. Und jetzt müssen wir gegen den FC Bayern antreten. Und das ist heute der 13. Spieltag in Bayern. Wir müssen nach Bayern reisen, also wir müssen zu den Bayern hinfahren. Und wir können uns mal ganz kurz die Konstellation anschauen. Wie sieht es aus in der Tabelle? Also nach dem 12. Spieltag stehen wir auf der Position 4. Mit 25 Punkten sind wir also nach wie vor in Reichweite zu Leverkusen. Wir sehen, der FC Bayern München hat hier seine Schwierigkeiten und ich bin ja immer noch in der Situation, Vertragsverlängerung ja, Vertragsverlängerung nein. Und da kommen wir auch gleich zu dem Titel, den ich heute diesem FM hier gegeben habe, Neue Ideen und Fußballmanager 13. Also erstmal ganz liebe Grüße an meinen Freund Bergi, mit dem und mit Mo zusammen ich ja die Weltmeisterschaft 2014 moderiert habe und auch die Europameisterschaft in diesem Jahr. Und ich weiß, er schaut auch immer wieder mal in meine Videos rein, deswegen nochmal ein herzliches Hallo, solltest du heute reinschauen. Ja, ich habe gesehen, dass Bergi jetzt auch, es gibt einige, die das dann auch machen, den Football Manager 2017 spielen. Und ich habe lange hin und her überlegt und bin eigentlich jetzt auch zu dem Entschluss gekommen, wenn ich hier mit diesem FM 13 aufhöre, sei es jetzt, dass ich nochmal ein oder zwei Saisons hier mit Hansa Rostock spiele oder dass ich vielleicht sogar auch nochmal hier wechsle, dann werde ich rechtzeitig bekannt geben, wenn ich dann ein neues Projekt fahre. Die Überlegungen, die ich auf diesem Kanal angestellt habe und auch die Versuche, die ich hier gemacht habe, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ich feststelle, wenn ich euch hier zwei, drei verschiedene Sachen anbiete, gefällt mir persönlich nicht, dass die Community sich dann spaltet. Das heißt, dann gibt es einige Fans von FIFA 17, dann gibt es FIFA 17, genau. Dann sagen die einen wieder, die eigentlich das Hansa-Projekt gerne sehen, die sagen, oh, FIFA gucke ich mir nicht an. Dann machst du jetzt vielleicht wieder was anderes, dann sagen die einen, nee, das finde ich gut, die anderen sagen wieder das. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich hier so eine Community haben bei dem Projekt, was ich immer aktuell mache. Und das ist jetzt im Moment der FM 13 mit Hansa Rostock. Bei FM Zocker gibt es ja jetzt mittlerweile schon lange die neuesten Sachen runterzuladen, was ich ja auch hier schon mit eingebaut habe oder bei FM Trikots, bei dem FM 13. So dass ich den auch noch eine Zeit spielen möchte. Aber ich möchte jetzt nicht mit dem FM 14 oder mit dem FM 13 in die Saison 2016-17 reinstarten. Das möchte ich dann nicht mehr machen. Das würde für mich bedeuten, es wiederholt sich alles nur mit einer neuen Datenbank. Das wäre nicht interessant genug für mich. Deswegen spiele ich jetzt den FM 13 erstmal weiter. Das kann durchaus noch sein, 1, 2, 3 oder 4 Saison langs. Ja. Und ich aktualisiere auch diesen FM 13 immer wieder, dass neue Spielerbilder drin sind und so weiter. Deswegen macht es auch für mich keinen Sinn, hier neu zu starten, weil wir befinden uns jetzt in der Saison 2021-22, wenn ich mich nicht täusche. Können wir ja mal gerade gucken. Sieht man das jetzt hier irgendwo? Liga-Tabellen, sind wir ja gerade drinne. Liga-Ergebnisse, da sieht man das jetzt leider auch nicht, aber ich meine, ja, wir können vielleicht nochmal hier bei
Beim Verein schauen, wartet mal gerade, wie geht denn das nochmal genau hier drüber? Darüber kann ich, glaube ich, gehen und dann müsste man, glaube ich, sehen können, wo wir gerade stehen. Hier sehen wir das jetzt auch noch nicht, welche Saison das ist. Aber bei Historie müsste man das, glaube ich, erkennen. Genau. 2022, also das heißt, das ist jetzt die Saison 2022-23. Ich kann auch nochmal gerade hier meine Aufzeichnung gucken. Manchmal schreibe ich mir das auf. Ja, hier habe ich es gerade gesehen, beim 12. Spiel, da habe ich mir noch notiert. 2022-23. So, wo sollte jetzt der Unterschied sein, außer dass jetzt die aktuellen Daten vom FM Zocker in die Datenbank eingegeben sind? Dann starte ich mit der Saison 2016-17 und dann ein, zwei Saisons später mischt sich das ja hier in dem neuen Fußballmanager sowieso wieder neu. Macht für mich also keinen Sinn, deswegen bleibe ich lieber bei dem FM hier, weil den möchte ich auch so ein bisschen zur Geschichte machen. Ich hatte letztes Mal bei euch gelesen, Smiloni Forever, die nächsten 100 Jahre. Warum soll man nicht so ein Projekt immer weiterspielen? Warum kann man das nicht mal so einfach mal so ein bisschen so einen Meilenstein daraus machen, so was Langfristiges? Das möchte ich, aber ich werde dazwischen natürlich einen Break machen, ein neues Projekt mal reinbringen und da schwebt mir doch mittlerweile der Football Manager 2017 von Sega vor. Ich beobachte das jetzt erstmal bei anderen Let's Playern, die da spielen, wie das Ganze funktioniert und es kann durchaus möglich sein, dass ich mir in den nächsten Tagen diesen Football Manager 2017 zulege, erstmal so ein bisschen privat für mich zocke, ja, und dann sage ich mal, irgendwann im Laufe des Jahres, wenn ich dann hier erstmal mein Projekt Hansa Rostock einfriere, es kann auch sein, dass ich mit Hansa Rostock wechsle hier in diesem FM13, aber den FM13 werde ich weiterspielen, aber ich werde ihn nicht weiterspielen, mit einer neuen Datenbank. Das ist definitiv so, weil das macht für mich keinen Sinn. Ja? Das wäre für den Moment was Aktuelles wieder, aber danach vermischt sich sowieso wieder alles im Spiel, im Let's Play. Macht dann keinen Sinn. Dann habe ich lieber so einen alten Dino hier, den ich vielleicht 20, 30 Saisons spiele und versuche dann immer nur die Spielerbilder neu zu machen und so. Dann ist das auch was, das ist ein Unikat dann eigentlich, ne? Weil ich weiß nicht, ob einer von euch das schon so weit gespielt hat, weil wir haben hier in 2003 angefangen und sind jetzt mittlerweile in 2022. Gestartet bin ich, glaube ich, in 2013 damals, wenn ich mich nicht täusche, oder 2012. Das heißt, wir spielen diesen Manager jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Jahre lang, 11 Saisons mit Hansa Rostock, alle Höhen und Tiefen durchlebt und das macht dann Spaß. Okay, also das sind so meine neuen Gedanken, meine neuen Ideen. Ich werde das nochmal am Ende dieses Let's Plays hier nochmal kurz wiederholen, weil ich ja weiß, manche gucken das nicht komplett durch, manche gucken es komplett, also von Anfang an durch, manche aber wiederum nicht. Und ja, da werden wir mal schauen. Gut, dann schauen wir uns jetzt die Mannschaft an. Da werden wir ja demnächst auch dran gehen müssen, das wissen wir. Wir haben im Sturm mittlerweile Abnutzungserscheinungen und Sturridge, der jetzt schon 33 ist, hilft uns in der Situation, aber das ist keine langfristige Lösung. Das heißt, der gute Patrick Weihrauch, der jetzt hier 28 ist, muss wieder in Form kommen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn noch 4-5 Jahre hier in diesem Let's Play zu einer Höchstform treiben kann. Da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich ein bisschen unsicher. Und auch einige Spieler, die jetzt hier drin sind, weiß ich nicht, ob sie noch der Sache so gewachsen sind. So, wenn ich jetzt aber heute gucke, der gute Brinkies hatte jetzt super Spiele gemacht. Aber ich sehe jetzt langsam, ist Flachodimos wieder auf dem Level, dass ich ihn reinbringen kann. Von der Fitness her ist er noch nicht absolut topfit. Deswegen würde ich gerne Brinkies im heutigen Spiel noch drinnen lassen. Und dann schauen wir mal weiter. Zachary Fagan, unser Mann aus der zweiten Mannschaft, den lasse ich mal weiter mitlaufen hier. Könnte man vielleicht auch mal von Anfang an spielen lassen. Oder mal im Spiel reinkommen lassen. Das warten wir ab. Pilet Barski ist hier noch mit dabei. Ja, neue Spieler müssen die Chance bekommen. Aber ich glaube, die Zeit von Poyampalo
Patrick Weihrauch, Güfalsson ist langsam gekommen. Ich habe ja hier auch im Transfermarkt im Blickfeld jetzt einige Spieler reingesteckt, wo wir ja demnächst, wir können das mal hier nach Positionen einteilen, wo wir demnächst was machen können. Also ich habe ja hier gesehen, da sind ja Spieler drin, die durchaus für uns interessant sind. Da haben wir hier einmal den Bruno von Sporting Lissabon, der hier super Werte hat, wie ich finde. Torricher 80, das könnte ein Mann sein für 2,2 Millionen. Müsste man den kriegen können. Dann haben wir hier Markus Münch, der kostet ungefähr genauso viel, war mal von uns. Der hat aber mittlerweile hier auch schon Werte. Hier 83, Torriecher, Antritt 88, Beweglichkeit ist erst 19 Jahre. Den könnte man zurückholen. Das könnte vielleicht mal ein Mann sein, der in den nächsten Jahren in die Fußstapfen von Patrick Weihrauch reinkommen würde. Dann haben wir hier Christoph Moreau, ja, der ist schon 26, der würde jetzt Erfahrung mitbringen, hat aber auch hier einmalige Werte. Der würde allerdings schon 14,3 Millionen kosten. Dann haben wir Kaspar Mernat, 4,2, der ist 20 Jahre, ungarischer Nationalspieler. Wellington Paulista, also wir sehen, hier sind doch einige. Und dann geht es weiter mit Mittelfeld und Verteidigung. Also, da werden wir jetzt demnächst rangehen. Ich gucke nochmal in den Verein rein, was wir an finanziellen Mitteln zur Verfügung haben. 6,7 Millionen können wir hier anlegen. Das würde bedeuten, dass wir auf jeden Fall Münch oder jetzt, wer war es nochmal? Ich kann nochmal ganz kurz gucken. Bruno war das, glaube ich. Genau, Bruno, die könnte man jetzt schon kaufen. Ja. Sagt mir da mal was zu, ich möchte da mal gerne eure Meinung hören. Ja, zum Vertrag, zur Karrieresituation. Ich meine, ich hätte hier ein Angebot abgegeben, bin mir aber nicht ganz sicher. Mein Vertrag läuft aus, definitiv, ja. 23 läuft er aus und ich möchte ja dieses Let's Play weiterspielen, aber es ist für mich jetzt wahrscheinlich mal an der Zeit zu sagen Adieu. Wenn ich hier sehe, HSV, sie wären Idealbesetzung. Dortmund würde mich sehr reizen. Ja. AS Rom könnte ich jetzt direkt hingehen. Also die sind schon an mir dran. Und da wir jetzt eine englische Woche haben, will ich da jetzt aber nicht mit Angeboten reingehen. Ich habe ja noch bis zur Winterpause Zeit und dann sehen wir weiter. Jetzt sollten wir uns auf das Spiel heute konzentrieren. Und das möchte ich euch natürlich in gewohnter Weise am Weihnachtssonntag präsentieren. Deswegen gucken wir uns nochmal die Aufstellung an. Den Aufstellungsassistenten. Dauert einen kleinen Augenblick, wie ich hier sehe. Müsste jetzt aber jeden Augenblick kommen. Okay. So, und dann gucken wir uns natürlich die Mannschaften an. Und wir wissen ja, Bayern München ist nicht mehr das Bayern München der vergangenen Tage. Deswegen gucken wir uns mal die Mannschaftsaufstellung an. Im Tor haben wir Chimo Röcker. Badstuber ist nach wie vor, aber der ist auch schon in die Jahre gekommen jetzt. Toni Kroos, auch schon 32 in dem Let's Play. Lukas Messmann, das ist ein etwas jüngerer Spieler. Rani Khedira, Bruder von Sami Khedira. Dann haben wir hier Ahmed Al-Amri. Mario Götze, auch schon 30 hier in dem Let's Play. Çalhanoğlu, Shaqiri. Und vorne Arkadiusz Milik, der auch schon mal mit Patrick Weihrauch zusammen Torschützenkönig war. Auch jetzt 28 Jahre ist. Aber der hat noch bessere Werte hier, ne? Den können wir mal vergleichen. Mit Patrick Weihrauch würde ich gerne mal machen. Der ist ja im selben Alter. Bin mal gespannt, wie der Vergleich ausfällt. Wenn ich da... Ich glaube, das ist hier nach... Genau, da kommt der Patrick Weihrauch. Da können wir ihn gleich mal mit vergleichen.
sehen wir jetzt schon beim Antritt, na, mit 83, Schnelligkeit 81, da ist er noch ganz gut mit dabei. Milik ist in 23 Fähigkeiten besser und Weihrauch ist in 7 Fähigkeiten besser. Also da spricht vieles für Milik zum Beispiel. Und Patrick Weihrauch ist im Moment da so ein bisschen in der Entwicklung gehemmter. Das sind so Anzeichen für mich, dann doch zu sagen, vielleicht irgendwann adieu. Okay, ich würde sagen, gehen wir rein ins Spiel. Von der Brisanz her, FC Bayern schlecht in die Saison gekommen. Wir müssen unseren vierten Platz verteidigen da oben, also wollen wir natürlich auf Sieg spielen und dann würde ich sagen, Mats ab und viel Spaß. Meine Damen und Herren, wir sind die Mannschaft. Wir sind der FC Bayern München und so, Freunde, Anstoß hier, 13. Spieltag der Saison 2022-23 mit FC Hansa Rostock, der Tabellenvierte, gegen FC Bayern München. Ich glaube, die stehen irgendwie auf 8 oder 9, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und für uns gilt es natürlich weiter uns oben dran festzusetzen an der Tabellenspitze. Wir sind einen Punkt hinter dem ersten, sind wir platziert auf dem vierten Platz. Den Platz wollen wir natürlich mit einem Sieg hier festigen. Vielleicht sogar noch etwas verbessern. Vielleicht sogar die Tabellenspitze übernehmen. Wäre auch möglich. Und der FC Bayern würde natürlich nach einer Niederlage in eine schwere Krise fallen. Und da ist Aftejai und Chamari hier mit einer tollen Reaktion, mit einer tollen Parade. Der FC Bayern im Umbruch. Das hat man schon beim Vorbericht hier gesehen. Genau wie wir auch demnächst, obwohl wir noch ein junges Team haben, im Durchschnitt betrachtet sind wir noch einer der jüngeren Teams in der Bundesliga. Aber ihr spürt selber, wir merken es alle, es muss sich was tun. Roswick Jackson ist jetzt auch schon zweite Mal schwer verletzt auf der linken Mittelfeldposition. Und Julian Neu, klar, er kann sich entwickeln, aber es sind jetzt nicht Weltklasse-Spieler, das muss man einfach sagen. Der Borswick, ich verwende jetzt mal den Konjunktiv, hätte es werden können, aber ich glaube nach zwei so schweren Verletzungen. Ich bin froh, wenn er wieder zurückkommt ins Team, aber ob er nochmal so die ganz große Leistung bringen wird, weiß ich nicht. Dasselbe, was wir für Patrick Weihrauch sprechen können. Ich meine, seine Entwicklung war überdimensional. Ja? Er hat 4 Jahre lang in der Weltklasse gespielt, ist zweimal Torschützenkönig geworden, einmal mit Milik zusammen, den wir ja eben auch im Vorbericht hier gesehen haben von FC Bayern München. Er ist erst 28 Jahre, ne? Aber ich glaube, er ist über den Zenit seines Schaffens ist er drüber weg. Das ist so mein Gefühl. Denis Aftejai, das ist jetzt wiederum ein Spieler, der war bei uns, ist jetzt über Dortmund dann wieder zu uns zurückgekommen. Der kann durchaus noch zu höheren, zu besseren Taten sich aufschwingen. Und wenn man dann ja weiß, dass unser Boateng, Prince Boateng, eigentlich jetzt auch schon weit über seinen Zenit, aber der hat letztes Jahr nochmal so eine Megasaison hingelegt, dass er nochmal gesagt hat, ein Jahr will ich hier die Stiefel nochmal schnüren. Er hat sogar mir jetzt vor kurzem noch im persönlichen Gespräch gesagt, er ist sogar noch nicht sicher, ob er ganz aufhören will. Es macht ihm einfach noch zu viel Spaß. Und jetzt hier eine gute Aktion von Sturridge. Und da wäre die Chance gewesen zum 1:0, aber leider. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer da jetzt das Ding vergeben hat. Müsste dann Gifaltson gewesen sein, ne? Oder wer spielt heute von Anfang an? Nee, doch, Gifaltson müsste es sein. Jetzt aber die Chance für Milik und der lässt sich hier nicht zweimal bitten. Markiert das 1:0. Und der FC Bayern ist auf Position 8 nach diesem Ergebnis. Da sieht man, wie nah Erfolg und Niederlage beisammen liegen können. Wir haben die Chance zum 1:0, vergeigen das Ding und der FC Bayern mit Milik, ja, Gufalsson war das, der die Chance vergeigt hat.
Die machen dann das 1-0. Ob verdient oder unverdient, möchte ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Das Spiel ist meines Erachtens nach noch sehr ausgeglichen. Und da ist Julian neu. Gibt, wie gesagt, alles. Ah, und jetzt die Chance hier. Wieder für Gylfason. Und er kennt sich einfach nicht durchsetzen. Ist ja vom Spielertyp eher einer, der den Raum vor sich haben möchte. Also von hinten kommen. Und wenn dann so überraschende Chancen vorne im 16er kommen, im Strafraum kommen, ist er teilweise mit überfordert, wie auch gerade eben gesehen. Kevin Seitz hier wird mit einem Foul gebremst. Schiri lässt aber weiterlaufen. Und jetzt Al-Amri, Flanke in die Mitte. Milik setzt nach. Und tolle Parade hier von Brinkis. Dem ich vor dem Spiel gesagt habe, ich schenke ihm nach wie vor das Vertrauen, aber Vlachodimos kommt langsam in den Rhythmus. Kann möglich sein, dass Vlachodimos bald wieder unsere Nummer 1 wird. Und das gibt Freistoß. Oder ob Brinkis vielleicht doch den Rest der Saison hier im Tor stehen bleibt. Das mache ich natürlich von seiner Form abhängig und wie sich Vlachodimos jetzt im Training entwickelt. Sturridge, der wie gesagt von Anfang an gute Leistung hier gebracht hat, wo er zu uns gekommen ist und uns damit sehr hilft. Ronny Marcos mit einem wuchtigen Schuss hier in die Mauer rein. Das haben wir schon besser von ihm gesehen. Julian Neu. Aber wir sehen es, die Bayern doch sehr, sehr griffig hier, sehr, sehr bissig auch. Sturridge mit einem Pass auf Dunis, aber der war ein bisschen überrascht, dass der Ball auf einmal so zu ihm gespielt wurde. Und jetzt hier gute Konterchance über Shaqiri über rechts. Wir haben im Moment schlecht gestanden. Ball kommt hinten an den langen Pfosten, El-Amri macht das Ding fast rein. Und da hat er wohl einen Stürmerfoul begonnen und das gibt Freistoß für uns. 37 Minuten sind rum. Das Spiel nimmt langsam Fahrt auf. Und jetzt Schmitzkatz, dem wird es jetzt hinten einfach zu langweilig. Der sagt, wir müssen mehr Druck nach vorne machen. Vielleicht noch ein paar Worte zu dem Umbruch. Das kann ich natürlich jetzt nicht in der laufenden Saison machen. Deswegen werde ich viel davon abhängig machen, wie die Mannschaft zur Winterpause steht und ob ich dann meinen Vertrag verlängere. Hängt davon ab, ob ich noch diesen Bock habe, diese Mannschaft noch umzubauen. Oder ob ich jetzt einfach mal der Lust nachgehe, mal eine neue Mannschaft entweder aus der Bundesliga oder aus einer anderen Liga zu übernehmen. Im Moment habe ich eher das Gefühl, die Lust mal was Neues zu übernehmen ist auch da. Und dann würde ich mich natürlich hier von allen Hansa-Fans ordentlich verabschieden. Und würde dann noch die Saison, wenn es geht, durchspielen bis zum Ende. Und dann halt beim neuen Verein in der nächsten Saison starten. Sollten wir aber hier einen größeren Einbruch kriegen und es vielleicht schlechter laufen, dann würde ich mir auch vorstellen können, schon zur Winterpause zu wechseln. Also, wir sehen hier, es gibt ein paar Optionen, die ich nutzen kann. Jetzt aber schöner Pass hier auf Kevin Seitz. Der bringt den Ball hoch rein, aber den hat natürlich El-Shamri kommen sehen. Kein Problem für ihn. Also es sieht so aus, als wenn wir mit dem 0-1 in die Pause gehen. Schöner Pass hier auf Neu. Der gibt Gas auf der Außenbahn, aber dribbelt sich hier ins Aus rein. Heute unser Kapitän, wie ich sehe. Und da ist die Pause und ja, wir sehen die Zwischenergebnisse auf den anderen Plätzen. Nürnberg 1-0 gegen Braunschweig, die Dortmunder liegen 1-0 mit in Führung gegen Bremen. Borussia Mönchengladbach zu Hause liegt zurück mit 0-1 gegen Hannover. Fortuna Düsseldorf führt 2-0 bei der Eintracht. Bei sich zu Hause gegen die Eintracht. Mainz 05 führt 1-0 gegen Stuttgart. Der Hamburger SV liegt 0-1 in der Pause zurück gegen Schalke 04. Hoffenheim liegt zurück gegen Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen sehr stark die Saison. Und bei Wolfsburg gegen Freiburg steht es in der Pause noch 0-0.
Ich sehe hier, Benno Schmitz hat schon frische Probleme. Da ist jetzt natürlich die Frage, was machen wir? Wir könnten eigentlich Heinze jetzt schon mal reinbringen. Denn in so einem Spiel wie gegen den FC Bayern brauchst du einfach topfitte Leute. Ja, Jonathan Tah, Probleme gegen Milik, so wie es aussieht. Auf geht's, zweite Halbzeit, wir gehen rein und bringen jetzt hier Heinze auf die rechte Verteidigungsposition. Heinze, der ja schon in der vergangenen Saison gute Spiele absolviert hat auf der Position. Auch bei Schmitz-Katz kann ich im Moment keine richtige Weiterentwicklung erkennen. Also da kann es wirklich sein, dass es in der nächsten Saison entweder durch meine Tätigkeit hier einen Umbruch, den es dann gibt, oder durch einen anderen Trainer, wenn ich dann gehen sollte. Alles Fragen, die jetzt im Raum stehen. Jetzt aber die Flanke von El Amri. Und Milik tritt daneben, aber tritt auch nach. Schiri lässt aber nochmal Gnade vor Recht ergehen, gibt ihm hier keine Karte. Bis jetzt eigentlich ein faires Spiel. Aber wir sehen, dass meine Mannschaft irgendwie gegen den FC Bayern heute kein richtiges Mittel weiß. Ja, ich werde jetzt auch vorne im Sturm auswechseln. Sturridge würde ich gerne drinnen lassen. Ich bringe jetzt Patrick Weihrauch rein. Bringe ihn auf seine angestammte Position und Sturridge kommt dann halt über rechts, über die Güfoltson-Seite. Und da kommt er. Der Patrick. Ja, wie sein Weg weitergehen wird, werden wir natürlich verfolgen. Entweder bei uns oder vielleicht sollte doch am Ende der Saison ein Wechsel stattfinden. Hat eine solche Saison vor sich. Oder beziehungsweise er befindet sich in einer solchen Saison. Aber er kann sich da wieder rausziehen. Ich traue ihm das natürlich zu. Sonst würde ich ihn ja nicht immer wieder bringen. Und ein bisschen muss man ja auch die Verdienste des Spielers ansehen. Und kann nicht wie bei einem anderen Spieler einfach so sagen, den nehmen wir jetzt raus oder nehmen wir weg. Nee, das gehört auch zu einer Vereinsphilosophie, dass man so einem Spieler mal wenigstens für eine gewisse Zeit die Treue schwört. Und natürlich hofft, dass er wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet. Weil dann sind wir nochmal um 30% gefährlicher wie jetzt. Aber den FC Bayern schert das hier nicht. Die spielen weiterhin munter und fröhlich nach vorne. Versuchen hier immer über die Außen uns auseinanderzuziehen und dann in der Mitte natürlich dann zuzuschlagen. Das war eine Abseitsposition hier. Und ja, After Jai hole ich jetzt auch runter, der verbessert sich einfach nicht, im Gegenteil. Da kriegt jetzt Pierre Littbarski seine Chance, den ich natürlich noch überhaupt nicht einschätzen kann. Er hat in der Reserve gute Spiele geleistet, aber zu welcher Stärke er oder zu welcher Fähigkeit er in der Lage ist, das wage ich jetzt noch nicht zu bestimmen, das kann ich noch nicht erkennen. Das muss ich abwarten, wenn er dann hier vor meinen Augen seine Leistung abruft. Da ist Dunis. Schöner Pass hier auf Julian Neu. Der sucht Patrick Weihrauch, findet ihn und Patrick Weihrauch und da ist Kevin Seitz und macht das 1:1 in der 61. Minute. Das ist das zweite Tor von Kevin und wir sind auf Position 3 mit dem Unentschieden. Das heißt, wir würden uns einen Platz steigern. Also, meine Mannschaft kämpft wieder, hat die Moral und wir gleichen aus, 1:1. Die Bayern wechseln, jetzt habe ich leider nicht gesehen, wer da kam. Götze geht, Thomas Müller kommt und bei uns kommt jetzt Pierre Littbarski für Dunis Avdija, der heute nicht seinen besten Tag erwischt hat. Nach einem guten Start, als er hier zu uns kam von Dortmund, hat er jetzt doch so ein paar kleinere Durchstrecken. Das müssen wir auch einem Spieler zugestehen. Der muss sich natürlich in das System erst hier einfügen.
braucht ein bisschen Zeit. Deswegen bin ich auch noch froh, dass ich ja Boateng noch habe. Den ich aber jetzt erstmal kurzfristig in die zweite Mannschaft beordert habe. So, 1:1. Da bin ich jetzt gespannt, da ist Pierre Littbarski. Ein Spieler, den sich der gute Stefan Schmidt gewünscht hat. Und da er ja meine Best-Offs gemacht hat und hoffe auch weiterhin demnächst machen wird, habe ich ihm diesen Spieler geschenkt aus der Jugend. War sein Wunsch. Und Pierre Littbarski, den wir natürlich alle noch kennen von der Weltmeisterschaft 1990 mit seinen Säbelbeinen, mit seinen Dribblings, natürlich viel für Deutschland gemacht. Und das ist hier praktisch in diesem Let's Play sein Sohn. Ja, geil, ne? So verrückt kann Let's Play sein. So, 71 Minuten sind rum und die Bayern kommen wieder. Pass in die Spitze auf Milik. Und das sieht nach dem 2:1 aus für die Bayern. Da sind sie ganz unromantisch. Hakan Çalhanoğlu macht hier das vierte Tor für den FC Bayern. Und das ist die Führung und das ist bitter für uns, weil wir uns gerade eigentlich wieder am Fangen waren. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir nochmal zu einem Ausgleichstreffer kommen. Aber wir sehen, das wird schwer. Die Bayern stellen uns zu. Sie sind etwas frischer. Mag natürlich auch der Tatsache geschuldet sein, dass sie hier heute mit Wut auf den Platz gekommen sind. Weil bisher lief die Saison Grotte für sie. Und für uns würde das bedeuten, eine Niederlage gegen den FC Bayern, eine Mannschaft, die uns eigentlich immer in der Vergangenheit gelegen hat, auch so ein bisschen zu zeigen, wir müssen was mit der Mannschaft machen. Aber jetzt hier. 77 Minuten, da geht ja noch was. Wir können jetzt auch noch mal hier den Einsatz erhöhen. Tja, jetzt nur noch 81, also nur noch 9 Minuten zu spielen offiziell. Und ich hoffe, meine Mannschaft hat nochmal die Kraft. Aber es sieht nicht danach aus, die Bayern heute einfach ein bisschen gefestigter, ein bisschen routinierter auf dem Platz. Und da kommt Damião, ein sehr gefährlicher Stürmer, wie ich finde. Aber auch schon ins Alter gekommen. Und Littbarski. Versucht hier Sturridge mit einem hohen und langen Pass anzuspielen, aber was gelingt nicht. Und die Bayern jetzt über außen mit Shaqiri. Wieder neu. Kommt nicht vorbei. Der FC Bayern etwas reifer in der Spielanlage im heutigen Spiel. Unsere Angriffe nicht zwingend genug. Wir hatten Chancen, aber von der Anzahl her nicht so viele, dass wir jetzt hier sagen müssten, das Ergebnis wäre ungerecht vom FC Bayern. Also die Führung geht in Ordnung. Jetzt wird nochmal ausgewechselt. Shaqiri geht raus. Und Fabiano kommt rein beim FC Bayern. Und die offizielle Spielzeit ist rum. FC Bayern im Ballbesitz, das sieht also nicht gut aus für uns. Ich glaube, wir müssen uns heute hier mit einer Niederlage anfreunden. Und Fabiano, nee, El Amri marschiert hier links durch. Also wirklich vom Feinsten. Und das war's. Wir sehen uns gleich im Nachbericht. Es gibt viel zu sprechen. Und da sind wir schon beim Nachbericht. Bester Mann war Johannes Brinkis. Also das Gespräch vor dem Spiel hat was gebracht.
Aber er alleine konnte es jetzt hier nicht verhindern. Insgesamt die Mannschaftsleistung nicht ausreichend genug, um hier die Position oben zu festigen bzw. zu verbessern. Wir können aber trotz der Niederlage den vierten Platz halten. Aber wir sehen schon, zu Leverkusen jetzt statt nur einem Punkt 4 Punkte Unterschied. Das bedeutet, aus dem Meisterschaftskampf sind wir im Moment noch nicht ganz raus, aber wir müssen aufpassen, dass wir, und das merkt man einfach, die Substanz der Mannschaft ist nicht mehr die der Vorjahre hier. Und gehen wir mal die Ergebnisse durch. Also der FC Bayern bleibt auf der Position 8, wo er vorher war, aber jetzt mit 24 Punkten sieht das schon ein bisschen besser aus für diesen Verein. Und der Sieg hat ihnen gut getan. Fortuna Düsseldorf gewinnt hier für mich überraschend 1:0 gegen den VfB Stuttgart und kann sich jetzt mit leichter Tendenz nach oben erfreuen, dass es hier aufwärts geht. Gladbach spielt 1:1 gegen Hannover 96, Nürnberg 1:1 gegen Braunschweig. Der BVB gewinnt 3:1 in schwerster Krise hier gegen Werder Bremen. Das wirft die Bremer aber noch nicht aus der Bahn, aber für den BVB ist das auf jeden Fall ein wichtiges Ergebnis gewesen. Hoffenheim verliert 0:1 gegen Bayer Leverkusen und damit machen die Leverkusen dann einfach mal deutlich, welche Truppe sie jetzt dieses Jahr haben und sie stehen zu Recht da oben, würde ich sagen. Wolfsburg verliert 0:2 gegen Freiburg, die Streichtruppe ist wieder back in business und der Hamburger SV verliert zu Hause 0:3 gegen FC Schalke 04 und der FC Schalke 04 ist jetzt auf Position 2 mit unserem guten Reimann. Also, die Tabellenkonstellation ist so, dass der Aufsteiger, der Hamburger SV, nach wie vor große Probleme hat, den Anschluss hier in der Liga zu halten. Braunschweig und Mainz, denen geht es ähnlich schlecht. Es sind jetzt schon 6 Punkte Unterschied zwischen dem Relegationsplatz und dem ersten FC Nürnberg. Das ist schon ein dickes Brett, was da gebohrt wurde. Und wir sehen, die Frankfurter sind im Abwärtstrend, die Wolfsburger sind im Abwärtstrend, aber der BVB, das ist vielleicht das Positive an diesem Spieltag, scheint wieder in der Spur zu sein, genauso wie FC Bayern München. Oben ist immer noch Leverkusen und Schalke und auch Freiburg nah beieinander. Wir haben jetzt schon einen etwas größeren Abstand, müssen aufpassen, dass wir nicht in den nächsten Spieltagen ins Mittelfeld fallen. Ja. Da könnt ihr euch mal die Stimmen zum Spiel angucken. Spieltag Statistik dürfte jetzt meines Erachtens höchstens Brinkis mit dabei sein. Aber selbst der ist noch nicht mal mit dabei. Robert Putz, nach wie vor ein Torjäger per excellence. Wir haben, und das spiegelt so ein bisschen unsere Problematik wieder, wir haben keinen Mann da oben mit dabei. Bester Spieler vom Gegner, Yannick Westergaard und Joselu. Ist bester Torschütze. Das ist das nächste Spiel, ein Heimspiel. Da freue ich mich dann drauf, da freue ich mich auf eure Kommentare. Und wie gesagt, was so ein bisschen zukunftsmäßig angedacht ist, hatte ich ja schon am Anfang erzählt, wollte ich ja am Schluss nochmal kurz wiederholen. Also, mein Vertrag läuft aus. Ich würde gerne wechseln, ja, oder hier beim FC Hansa Rostock bleiben. Und dieses Let's Play wird also nicht durch eine neue Datenbank neu gestartet. Das wird also nicht stattfinden, sondern ich werde dieses Let's Play weiterspielen. Entweder mit dem FC Hansa Rostock oder wie gesagt, ich wechsle. Das ist die Vorausschau für den 14. Spieltag. Da werden wir uns halt wiedersehen demnächst. Ja, und mir bleibt am Schluss zu sagen, Football Manager 2017 von Sega. Das könnte dann mein neues Projekt werden, aber da reden wir noch von, das dauert noch lange hin. Wie gesagt, ich schaue mir das jetzt erstmal beim guten Bergi an und bei anderen Let's Playern, die diesen spielen. Und ich werde mir den jetzt in den nächsten Tagen kaufen, werde ihn dann erstmal anzocken für mich privat, um so ein bisschen reinzukommen. Und wenn er dann den Spaß mir macht,
wo ich mir von verspreche, dass er dann auch diesen Spaß mir bringt, dann könnte das Projekt halt kommen. FIFA, habe ich gesehen, macht euch nicht die Freude, nicht den Spaß, was ich eigentlich mir erhofft habe, aber ich spiele selber FIFA eigentlich ganz gerne. Aber hier als Let's Play, glaube ich, kommt es einfach in der Summe nicht so stark an. Ich glaube, der Football Manager wird die Zukunft sein von Sega, da ja hier von EA im Moment nichts angedacht ist, nichts in Planung ist. Und sollte hier mal irgendwie jemand Kontakt zu EA haben, dann einfach mal weitergeben. Das wäre schon schön, wenn da nochmal was kommen könnte. Aber im Moment sieht es danach nicht aus, sodass wir einfach mal den besten Manager, der zurzeit auf dem Markt ist, und das ist der dann von Sega, und dem würde ich dann halt wahrscheinlich als neues Projekt bringen. In diesem Sinne, habt einen schönen Weihnachtssonntag, genießt noch die ruhige, die besinnliche Zeit, die ruhige Zeit. Ich wollte jetzt kein Weihnachtsspecial machen, so ein Quark, da halte ich nichts von, deswegen einfach einen Spieltag, den werde ich nachher hochladen, und ja, in diesem Sinne, bleibt mir weiterhin gewogen, viel Spaß, und ich versuche jetzt wieder regelmäßiger euch Dinge hochzuladen, und ihr, wie ihr seht, auch ohne Musik, damit das hier leider nicht wie letztes Mal da wieder gesperrt wird. Ja, das hat mich sehr geärgert, und ja, also die Musik werde ich dann doch lieber weglassen. Und wenn nochmal Musik, dann halt nur welche, die wirklich auch keine Gefahr bedeutet, dass hier das Video dann der Ton gesperrt wird. In diesem Sinne, schönen Sonntag und tschüss.